Also die großen Veranstaltungen wollen Leute sehen, die nicht verlieren. Klar. Ich habe gerade zwei Zuschauerfragen reinbekommen. Lass uns nochmal über dein Training reden. Ja. Du hast ja gesagt, Kraft ist auch eine Technik. Ja, genau. Und dann würde ich mal gerne wissen, prozentual gesehen, und du kannst ja einfach mal deine Woche aufteilen, wie oft machst du welche Art von Kampfsporttraining? Ja. Das heißt, wie oft grappelst du, wie oft boxst du und wie oft machst du Kraftsport? Wenn ich im Wettkampftraining bin, also das, die Frage haben wir auch immer, besprechen wir auch immer untereinander, also mit Freunden, mit Trainer, also das ist eine sehr schwierige Frage und das ist auch immer subjektiv. Wenn du Sagen wir vier, fünf Wochen vor deinem nächsten Kampf. Genau, das heißt, dann lasse ich vier, fünf Wochen vor dem nächsten Kampf, gibt es kein Krafttraining. Kein Krafttraining? Kein Krafttraining in der Wettkampfvorbereitung, aber vorher schon. Also ich kämpfe jetzt in den nächsten Monaten nicht, aber deswegen mache ich auch jetzt Krafttraining. Also ich kann jetzt aufbauen, Masse aufbauen oder Maximalkrafttraining teilweise. Wie oft machst du das in der Woche, dein Krafttraining? Dreimal. Also ich kann nicht so viel Krafttraining machen, um dann Kampfsporttraining aufrechtzuerhalten. Das ist viel zu schwierig, weil ich brauche, wenn ich ringe, teilweise, wenn ich meine Gegner aushebe, das erfordert ja auch eine maximale Krafteinwirkung. Und das ist auch Krafttraining. Es gibt Ringer, die halt noch nie Krafttraining gemacht haben, aber die heben immer hier Double Legs. Ja, 20 wir haben hier ein paar Afghaner und Iraner, die haben auch noch nie Krafttraining gemacht, aber die heben dich hoch, als wärst du nix, ne? Ich habe mal Sparring gemacht mit einem kleinen Boxer, der macht kein Krafttraining, ist so ein Schlauch, aber der kann, alleine, dass er mit seinem ganzen Körper die Kraft aufbringen kann. Es ist wichtig, dass er locker in den Armen ist. Er darf hier nicht so einen dicken Bizeps haben. Aber er braucht stabile Rückenmuskulatur, stabile Rumpfmuskulatur. Und die kommt nicht allein durchs Gewichtheben. Also es erfordert natürlich Beweglichkeitstraining, da hatten wir vorher drüber gesprochen. Krafttraining, natürlich nicht immer im Hypertrophiebereich, also nicht 80%, 90% deiner maximalen Leistung, sondern vielleicht 50-60%. Und Ziel ist eher die explosive Ausführung als die Masse. Weil du weißt selber, wenn die Pumper zum Training kommen, das sind die Ersten, die schlauchen, das sind die Ersten, die hier, die schlagen halt, als würden sie, die haben Power, keine Frage, so in Zeitlupe. So. Aber die 1, 2 und dann ist die Ausdauer weg. Und ja, da ist wirklich Krafttraining, würde ich im gesamten, also Kontext würde ich sagen, 20%. Als Grundlage, Athletiktraining, Touren, ne, natürlich voll, das mache ich auch gerne, wenn neue Leute kommen, dann baue ich die auf, also ich will, dass sie eine gewisse Fitness haben, eine gewisse Beweglichkeit und dann halt wirklich kampfsportspezifische Übungen. Sprawls, Burpees, Stoßen, Kugelstoßen, eher Athletik. Also du sagst, wenn du in der Wettkampfphase bist, dann machst du eher so ein Muskelaufbautraining, ne? Dass du deine Muskeln aufbaust und nochmal so ein richtiges Krafttraining. Aber wenn es dann halt intensiver in die Vorbereitung geht, dann bist du eher in diesem Kraftausdauerbereich, genau, mit den Sprawls und alles Mögliche. Und Wie oft trainierst du dann Boxen, Kickboxen, Schrägstrich Grappling? Hast du da eine klare Aufteilung? Sagst du, an jedem Tag, wo ich Grappling trainiere, trainiere ich auch Boxen? Ich trainiere jeden Tag alles? Oder sagst du, ich teile mir das auf irgendwie? Oder wie trainierst du? Ich habe beide Varianten ausprobiert. Also ich war im Fight Club Gelsenkirchen für eine Woche und habe mir auch das Training von Dennis angeguckt. Ich trainiere unter professionellen Umständen zweimal am Tag. Und vorher haben wir immer Boxen, Kickboxen trainiert, also immer abwechselnd oder halt wirklich doppelt am Tag. Wir haben montags Lutter Livre, nach dem Lutter Livre Boxen, dass wir halt die Sachen getrennt trainieren. Aber als ich dann hier in Gelsenkirchen war, habe ich auch das habe ich nie getrennt trainiert. Ich habe nur MMA trainiert, dünne Handschuhe. Und ich meine, die Grundlagen müssen ja irgendwo gegeben sein als Profi. Das heißt, du kannst boxen, du kannst ringen, du kannst treten. Und dann fängst du an, die Sachen zu kombinieren. Schlagen, Takedown, so wie bei der Übung. Dann setze ich solche Drills an oder fange direkt an mit Schattenboxen, voreinander stehen. Dann arbeitest du halt wirklich MMA-spezifisch. Dass dein Körper darauf gedrillt ist, beides zu kombinieren. Wenn ich jetzt schlage, dass ich dann auch sprawlen kann. Wenn ich trete, dass ich damit rechnen kann, dass er mir ein Bein wegfegt. Also dass ich, und da ist die Schwierigkeit. Ich habe beides ausprobiert. Ich denke, die ganze Aufteilung von Lutter Livre, No-Gi, Boxen, Kickboxen, kann man vorher machen, also über 12 Wochen vorher. Und anschließend dann das Gemischte wirklich in der Wettkampfvorbereitung, 8 Wochen. Also 8 Wochen dann nur MMA. Und dann vielleicht die Handschuhe ausziehen, am Ende noch ein knackiges Sandsack-Training, dass wir vor den Sandsack gehen und dann sagen, hier 10 mal 3 Minuten und danach war es das. Also, dass man halt wirklich schwerpunktmäßig MMA und Abschluss kampfsportspezifisch. Abhängig auch davon, wie der Gegner ist. Also, wenn es ein Ringer ist, dann will ich natürlich auch mehr auf ringerisch defensiv arbeiten, trainieren. Und ja. Okay.
Um es nochmal so kurz zu fassen. Ja, ist eine interessante Frage, weil jeder ja auch so ein bisschen anders trainiert und andere Schwerpunkte legt. Ja. Und ich denke mal nicht, dass es so eine Gesamtlösung